Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Bell 1974, passend zu Deutschland Ghana. Dina, die Socke. It's in the name. Allein schon diesen Gag finde ich geil. Wir sind bei Dino Dinis Zocker. It's in the name. Ja, jetzt werdet ihr sagen, was ist das denn? Also erstmal, wir sind wieder auf dem Sega Mega Drive, beziehungsweise auf dem Genesis, wie man möchte. Das ist hier die PAL-Fassung, also eigentlich der Mega Drive, ne? Das ist eigentlich das richtige Kick-Off 3. Also, es gibt ja viele Geschichten über Kick-Off, es gibt wie viel Kick-Off-Offsprings und so, keine Ahnung, ich bin da nicht der große Experte von dieser Serie. Aber Dino Dini ist eigentlich Kick-Off 3. Und ich werde vielleicht mal gucken, vielleicht gibt's in dieser Serie ja auch noch Kick-Off 3. Ich will nicht zu viel erzählen. Was schön ist, tolle Musik, echt gute Aufmachung. Und was schön ist, das ist ja selten, hier gibt's Ghana. So, wir gehen mal einfach rein. So, da, wir haben Deutsch gewählt, wir können aber auch hier eine Sprache wählen. Was ganz lustig ist, hier kriegt man die Versionsnummer. Ist auch selten, glaube ich, für ein Konsolengame, aber ist ganz putzig. So, wir brauchen... hier brauchen wir Ghana. So. Zack, zack, mach mal hin. So, ich glaube, die kommen gleich, wenn... Ich glaube, die haben das nach Kontinenten sortiert. Nach Namen war es nicht, glaube ich. So. Taiwan, Thailand. Das sollte doch passen. Ägypten, Äthiopien, Ghana, wunderbar. So, hier brauchen wir diese Deutschland. Ich habe keine Ahnung, ich bin Anfänger. Hier bin ich auch Anfänger. So, Quit brauchen wir nicht. Wir spielen. So, da ist der Coin Toss. Ich glaube, hier ist... Oh, was ist das denn? Ach so, genau, das ist die Spielerstatistik. Die ist noch nicht so spannend. Ich glaube, da können wir die Trikots wählen. Ne? Genau, mit Aufstellung. Also, das lassen wir alles. Da bin ich total faul. Das können wir für den Gegner auch noch machen. So. Da ist alles ausgewählt. Coin Toss ist erfolgt. Auf ins Game. So, und jetzt können Kick-Off-Veteranen, und es soll ja da draußen welche geben, können jetzt mal sagen, ob sie eine Menge wiedererkennen. Ich kann es jetzt nicht sagen, da bin ich nicht so der Kick-Off-Experte, aber wir werden da schon ein bisschen Spaß mit haben. So, jetzt erstmal will ich an den Ball. Hallo? Nein, völlig falsch. Voll falsch. Das war faul. Könnte ich das bitte noch einmal sehen? Herr Neuer? Was ist los? Waren Sie gerade auf dem Klo? Okay, also, das war schlecht. Ich denke, wir spielen ja auf Anfänger. Hallo? Hey! Freunde! Die bügeln mich ja hier gerade weg. Weg, weg! Weg, weg! Was geht denn hier ab? 2-0 für Ghana. Ich bin im falschen Film. So, was war das? Okay. Nein. Ja, super. Aber wie gut, dass das hier so unglaublich klappt. So. Boah. 3-0. Herr Löw, gucken Sie sich bitte dieses Spiel nicht an. Das demotiviert nur. So. Verteidigung. Nein. Angriff. Diamant, Libero, Konter. Ah, komm, machen wir 4-3-3. Aber das ist nicht gut. Also...
Das ist aber mal richtig Käse, wenn ich das mal sagen darf. Oh, in den Ball doch. Super. So, jetzt ist auf jeden Fall die kämpferische Leistung da. Es muss ein Wunder her. Das ist unglaublich. Alter. Alter, das gibt's doch gar nicht. Die bügeln mich hier weg. Ich krieg hier keine Schnitte. Faulrote Karte. Sag mal. Hab ich dem Blatter was getan, oder was? Ist mir egal, ob der Schmerzen hat. Ich hab gerade auch Schmerzen, die 3-0 hinten. Und achte darauf, dass ich nicht gleich irgendwo einen Elfmeter hier verursache. Die zweite rote Karte. Alter, was geht denn hier ab? Ich meine, es ist ein Spiel von Briten, das ist schon richtig. Also, vielleicht ist, wenn man hier Deutschland wählt, muss man verlieren. Hat auch wahrscheinlich die schlechtesten Elfmeter-Skills. Da kann doch niemand angehen. So. Das Schöne ist, ihr müsst den Ball führen. Das ist ganz gut gemacht. Aber natürlich, dass die KI euch so hier Alter, was ist denn? 4-0. 4-0. 4-0. Alter, krieg ich hier die Hucke versohlt. Ich fass es immer noch nicht. Na gut, jetzt habe ich 2 Spieler weniger. Jetzt kann man das Tor noch erklären, aber gerade der Anfang. Die dritte rote Karte, meine Herren. Ab wann wird abgepfiffen? Wegen zu wenig Spieler? Ich glaube, wir nähern uns, ne? Hier zu 0 hinten. Also, ihr könnt ja mal eine Statistik machen. Das ist vielleicht mal was Lustiges. Lass mir ran, Elfmeter. Verwarnung. Ach, blaue Karte. Oh. Ja, das Spiel ist von Briten. Oh. Warmes Bier und so, ne? Ist klar, läuft schon. Ach, das war der, der die ganzen Tore geschossen. Ach, der ist verletzt. Oh, sorry. War Absicht. Aber wenn er noch eine zweite Halbzeit kommt, ey, boah. Das wird ja dramatisch. Aber sonst, ich finde das grafisch gar nicht so schlecht. Also selbst soundtechnisch ist das für ein Mega Drive Game echt gut. So. Jetzt aber hier. Oh, jetzt sogar Verletzungszeit. Gut. Oh, immerhin, nicht noch wieder eine rote. Lass mich raten, natürlich elf. Erstmal rote Karte und natürlich dann Elfmeter. Ja. Klar, logisch, das ist von Briten. Den hätte ich dreimal gehalten. Wir liegen 5-0 hinten übrigens. Logi. Guck dir bitte das Spiel an. Pflege lieber deine Haare und ignoriere dieses Spiel. 5-0. Aber das werde ich wirklich nicht machen. Achso, ich kann gar keinen vernünftigen Anstoß mehr machen, weil ich keine Leute mehr habe, ja? Auch der Herr Harmler.
oder Hermel oder Hermal oder wie auch, natürlich Anspielung auf Helmer, aber auch der hat Rot. Ja, langsam ist das nicht so lustig. Ja, muss der Torwart gleich mitspielen. Oh, nur 6:0. Knapp. Und immer noch Verletzungszeit. Ja, wechsel du ruhig aus, weil bei 6:0 muss man nochmal seine Taktik überdenken. 6:0. Komm, rot! Ja, natürlich nicht. Das ist mir egal. Wir haben alle Schmerzen. Und der nächste! Ja, das wird eine interessante zweite Halbzeit, meint ihr nicht? So, erstmal natürlich wieder ein neuer Elfmeter. So, ich bleib jetzt extra stehen. Weg damit. So, jetzt pfeift endlich die Halbzeit, ey. Rot. Gelb. Achso, Verwarnung ist tatsächlich blau. Okay. So. Hat die FIFA irgendwas gemacht, aber mir nicht Bescheid gesagt. Oh, wir haben Halbzeit. Es steht nur 6:0, wir haben kaum Spieler. Das sind alle weg, ne? Ja. Schön. Den Schiedsrichter merkt ihr euch bitte. Den Herrn Elray oder... Der hat mich sehr lieb, glaube ich. Ja, dann noch mal 3. Bin mal gespannt. Wie viel wir noch haben. 1, 2, 5, kann das sein? Natürlich gelbe Karte. Was auch sonst. Immer nicht rot. Oh, mal gar keine Färbung. Oh, super. So, da will ich jetzt aber auch eine Karte sehen. Danke. Wo das für mich ein Revanche-Foul war. Also da kann man auch eine andere Farbe geben. Ja. Das ist geil. Mit so wenig Spielern spiele ich besser als mit komplett Elfen. Das ist total sinnvoll. Ja. Das war so gut geschossen. 7:0. Ich habe ja beim letzten Mal zweistellig gewonnen. Vielleicht verliere ich heute zweistellig. Und ich kann euch sagen, ich hatte es nicht vor. Aber es ist ganz putzig, wie viele rote Karten es hier gibt. Ja, ich wollte einfach ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Ist doch dann abseits. Ah, Abstoß. Schön, 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 schön.
jetzt haben wir... So können wir die Taktik wechseln. Okay. Lass mich ran, rot. Nein! Ich darf tatsächlich weiter spielen. Jetzt aber bestimmt. Nein! Darf ich nicht. So, jetzt hat Deutschland wieder Biss. Das ist auch geil, ey. Wir spielen echt besser. Und 1 gegen 1 Situation. Boah, jetzt spielen sie uns aber schwindelig. Klinsium. Hallo Jürgen. Ihr könnt ja schon mal raten, was ich bei, Scheiße. Was ich bei, Deutschland-USA auspacke. Könnt ihr mal echt gespannt sein. Und ihr könnt ja trotzdem nochmal immer in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch irgendwelche anderen Fußballspiele kennt, die ich mal zeigen soll, dann tue ich das gerne. Für die spielfreien Tage werde ich wahrscheinlich die absurden Dinger nehmen. Und da soll es ja auch ein paar geben. Aber heute ist ja geil, ey. Gucken. Welche Albträume. Alter, das wird schon zweistellig, ne? Oh, es gibt doch mal wieder Verwarnung. Boah, der Schiedsrichter doch mal zeigen, ich bin doch noch da. Neuer ist der Größte. Und jetzt kann er sich gleich nochmal beweisen. Jetzt, wo wir kaum Spieler haben, habe ich ein bisschen begriffen, wie das mit dem Torwart geht. Es ist vielleicht ein bisschen spät, aber ist ja egal. Ja, das war chancenlos. Die Ecken kann ich irgendwie nicht abdecken. Da bin ich irgendwie noch zu hoch zu. So, 10-0. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es echt heute nicht so ausgeht. Finde ich geil, ey. Was finde ich echt geil, ey. Meine Fresse, ey. War das denn bei anderen Kickoffs auch so schwierig? Ich meine, ihr habt ja gesehen, das steht ja jetzt auf. Blinder Amateur. Ja, ja, 11-0. Ja, ja. Ich mache jetzt übrigens 3 Kreuze, wenn es gleich vorbei ist. Bevor es nämlich dann endgültig peinlich wird. Ah. Ja, es sind wollen Sie es wissen. Jetzt wollen Sie mich richtig demütigen. So, halten. 13-0. Alter Schwede. Oder extra für den einen oder anderen alter Finne. Oder alter Schotte oder. Chance hatte ich bis jetzt gar keine. Null.
Noch ist die Blamage nicht komplett. Aber immerhin habe ich meine Spieler noch. Null. Ah. 20 Minuten tun wir uns das Drama schon an, ne? Es wäre jetzt schön gewesen, noch einen Ehrentreffer, aber das wird wohl nichts. Ja. 15-0 verloren. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird es nicht im Original geben. Super. Ja. Habe ich schon gesagt, dass ich die Kick-Off-Reihe seltsam finde? Ja, tue ich. Naja, vielleicht gibt es noch mehr von der Kick-Off-Serie. Vielleicht gehe ich mich jetzt erstmal lange schämen. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und seid mal gespannt, was morgen kommt. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig, aber ich habe ein paar Ideen. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.